Es geht endlich los, der Ucomer 2016 startet. Über 200 Leute haben sich beworben, davon sind jetzt 15 in der engeren Auswahl. 8 davon schaffen es ins Coaching mit uns. Wir sind sehr gespannt, wer uns da so alles erwartet. Leon, Vanessa, Svenja, Chris, Lena, Dominik, Hüli, Elisabeth, Luisa, Jure, Vincent, Jasmin, Tolga, Pascal, Lisa. Wer von den 15 Bewerbern ist euch denn jetzt am meisten im Gedächtnis hängen geblieben? Intuitiv muss ich direkt sagen, Hüli. Einfach weil sie so ein Charakterkopf total ist. Allein schon so vom Aussehen, da bringt sie sich so ein. Und aber auch so von ihrer Idee. Ja, ich finde die so cool. Die soll hierher kommen und mit der könnte man sich, glaube ich, stundenlang unterhalten. Also ja, sehr sympathisch. Ich glaube auch mit Lena, mit der würde ich mich bestimmt auch ganz gut verstehen. Ja. Also so mit dem Thema Reise und Beauty. Und die kommt so natürlich nett und lustig rüber. Beauty könnte ich ihr auch bestimmt noch viel mitgeben. Ich glaube auch, sie könnte wahrscheinlich viel von dir am meisten lernen. Denke ich nämlich auch. Wer so im krassen Kontrast steht, finde ich, ist jetzt zum Beispiel der Vincent. Yeah. Der ist auch richtig cool. Also das ist jetzt auch nochmal so eine ganz andere Idee, yeah, was man eigentlich noch nicht gesehen hat. Ich möchte eine Formatidee machen zu dem Thema Horror. Und stellt euch das mal in 360 Grad vor, wenn man da irgendwie so eine Gruselgeschichte in 360 Grad erzählt. Man kann es dann so umdrehen und weiß ich nicht was. Chris! Sehr sympathisch, finde ich. Ich fand den Anfang besser, wo er sich vorgestellt hat, als nachher den Rest. Also wenn er weiterkommen sollte, habe ich auf jeden Fall einige Ideen, die ich mit ihm besprechen müsste. Und was meint ihr zu Pascal? Also ich finde ja die Idee auf jeden Fall ganz cool. Das hat man, glaube ich, auf YouTube auch noch nicht gesehen, so sehr viel mit der Community auch gemeinsam zu machen und zu filmen. Der Ansatz ist ja richtig, weil das ist ja das, was YouTube ausmacht. Das ist das, was uns vom Fernsehen unterscheidet. Genau. Wir können eben viel mit der Community machen, aber nur die Idee haben und sagen, ich möchte viel mit der Community machen, ist genau, wenn du sagst, hey, ich würde gerne eine richtig geile Sportsendung machen. Ja. Also Svenja finde ich persönlich richtig süß. Man sieht so, dass sie sich irgendwie Gedanken gemacht hat und ich hatte richtig Lust, mal sie kennenzulernen und irgendwie zu unterstützen oder so zu sehen, was sie noch so für Ideen hat für einen Kanal. Jure! Ja, auch ein lustiger Name, Jure. Den kenne ich tatsächlich auch. Der hat mir vor 4 oder 5 Jahren mal meinen Kanalbanner gemacht, meinen allerersten. Also der kann technisch, ist der super fit, das kann er richtig gut. Vielleicht können wir ihm ein bisschen helfen bei, was macht mein Kanal aus? Ja. Wer bin ich überhaupt? Was will ich meinen Zuschauern mitgeben? Da könnte er vielleicht noch ein bisschen was machen. Aber auf den würde ich mich auch sehr freuen, weil ich finde ihn sehr sympathisch. Auch bei Vanessa, also die strotzt vor Selbstbewusstsein. Zumindest kommt so rüber, was total cool ist und für YouTube mega positiv. Natürlich wissen wir alle. Auch so bei Dominik, der, ich fand schon allein den Hintergrund richtig cool. Ja. Aber er wollte ja auch irgendwie so die verschiedensten Sachen machen. Ne? Also DIY, Unboxing, Kochen, Halloween. Ich glaube, man muss aber eigentlich so eine Nische finden. Also irgendwie so einen Grund, warum die Leute einen abonnieren sollten. Und manchmal, wenn das zu breit gefächert ist, kann das auch ein bisschen schwierig sein. Für Tolga würde es mich auch irgendwie total freuen, weil ich finde, dass er vor der Kamera total sympathisch rüberkommt und er kann gut sprechen. Und ist auch schon lange dabei, ne? Und er hätte das eigentlich jetzt mal verdient, dass er mal so ein... Aber das finde ich ja gerade so das Schwierige, weil er halt schon so lange dabei ist und eigentlich macht er es gut, aber irgendwie fehlt ja trotzdem den Leuten so der springende Punkt, warum sie sagen, ich finde ihn so toll, dass ich seinen Kanal abonniere oder so, obwohl er halt schon so lange dabei ist. Vielleicht können wir ihm gerade dabei helfen. Ihr habt eben schon gesehen, wie heftig wir über die 15 Bewerber diskutiert haben. Wir sind uns immer noch ziemlich unsicher. Deswegen sind wir total gespannt auf das Community Voting. Und wir sehen uns dann wieder, wenn die Top 8 bestimmt wird. So schnell kann eine Woche vergehen. Wir sind wieder da und jetzt ist der Moment gekommen. Halt mich fest. Jetzt werden wir verkünden, wer die 8 Finalisten sind vom Ucomer 2016. Kandidat Nummer, sehr schön, Kandidat Nummer 1, herzlichen Glückwunsch an Chris! Herzlichen Glückwunsch! Jetzt kommen wir zum nächsten Kandidaten, der es geschafft hat, oder zur nächsten Kandidatin. Kriege ich auch noch einen Trommelwirbel? Nein. Manu! Dankeschön. Und zwar Lena! Außerdem mit dabei ist noch eine Frau, und zwar Lisa! Lisa! Wir brauchen mal wieder einen Jungen in den Reihen. Der nächste, der es geschafft hat, ist der Tolga! Und es gibt noch mehr weibliche Unterstützung, und zwar von Svenja. Herzlichen Glückwunsch! Ich freue mich außerdem sehr, dass eine bestimmte Person dabei ist. Oh ja, stimmt, da freut mich auch sehr. Trommelwirbel! Hülya, herzlichen Glückwunsch, du bist auch dabei! Ja, als nächstes ein junger Mann. Ich weiß nicht genau, wie der Name ausgesprochen wird, aber ich kann ihn ja bald selber fragen, wenn er hier ist. Jure! Yay!
Ein Platz ist noch frei. Oh mein Gott. Ja, es wird, wird es sein. Spannend. Es war nicht einfach. Okay, und zwar geht der letzte Platz an Witze! Herzlichen Glückwunsch, das sind unsere 8. Wir freuen uns wirklich sehr, sehr arg auf euch und glauben, dass das richtig, richtig coole Tage werden. Und ab dem 20. Oktober könnt ihr hier auf Awesomeness TV zuschauen, wie sich die Kandidaten so schlagen. Und schreibt uns natürlich auch gerne mal in die Kommentare, wer denn euer Favorit ist. Und vergesst natürlich nicht, den Channel von Awesomeness TV zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und dann freuen wir uns auf euch und sagen Tschüss, bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss.